Ja, bereit? Bereit, ja. Super. Wie dann? Ha! Er ist DJ. Wir machen heute einen Podcast, wie man DJ wird. Weil der Max hat im Vorhinein im Vertrieb gearbeitet, als Mechaniker gearbeitet und hat auch schon in den ein oder anderen Filmchen mitgespielt. Das klingt jetzt ein bisschen schräg, aber man... Und zwar in meinen Musikvideos natürlich. Genau. Wie in Zypern. Und ich finde das einfach ziemlich interessant, weil du hast gestartet als Mechaniker. Wie hast du dir jetzt wirklich gedacht, möchtest du DJ werden? Hast du das früher schon mal gemacht oder bist du später? Mhm. Wie war denn das? Wie wird man denn DJ? Ja, also bei mir ist die Vorgeschichte vielleicht, damit ich ein bisschen aushole, schon so, dass ich immer mit Musik aufgewachsen bin, oder? Ich bin in einem Gasthaus groß geworden, auf einer wunderschönen Alm, Bernbad Alm, besten Zillertaler Krapfen. Kurze Schleichwerbung. Und auf jeden Fall war es da halt immer schon so, dass wir von klein auf so mit Löffeln gespielt haben, oder? Musik dazu, zu der traditionellen, mit Ziehharmonika und mit dem Ganzen. Und mich hat das halt immer schon extrem fasziniert, einfach diese ganze Thematik, wie Musik einfach auf Menschen wirkt, was für eine Freude das in Menschen auch irgendwo einfach hervorbringen kann. Und ja, dann ist das halt so weitergegangen. Meine Mama war natürlich auch ein großer Einfluss, weil die macht auch selbst Musik, auch immer schon. Und ja, so ist das halt dann seinen Weg gegangen. Dann bin ich mit meiner Mama viel unterwegs gewesen, haben gemeinsam Musik gemacht. Mhm. Ganz Österreich weit eigentlich auch und in Deutschland auch. Und dann, also du hast ein Instrument gespielt? Genau, also ich habe Ziehharmonika gespielt. Mhm. Das ist so ein traditionelles Instrument bei uns. Und ja, das ist dann so dahin gegangen, bis ich 14 war ungefähr. Dann natürlich Pubertät und alles, was halt so dazugehört, habe ich mich da ein bisschen entfernt von dem Ganzen. Wollte aber immer schon Musik machen auch und war da immer irgendwo auch so angefixt und hat so eine innere treibende Kraft, wenn man das so nennen will, die mich immer wieder so in Richtung Musik gezogen hat. Und dann, wie es halt oft so ist, ist man ein bisschen in diese elektronische Schiene reingekommen, durch das, dass wir ausgegangen sind so mit den Kollegen. Und da hat mich halt immer schon das Mischpult extrem angezogen. Und dann habe ich mir einfach gedacht, ja, ich nehme mein ganzes Geld, was ich damals so hatte, und kaufe mir einfach mal so ein Ding. Und habe dann zu Hause angefangen, so eine richtig, richtig schräge Musik zu spielen. Also so richtig schnell. Was ist eine schräge Musik? Vielleicht in vielen Augen. Zum Beispiel Hightech und Frenchcore, also nur so bam, bam, bam. So richtig schnelle Töne und ganz komische Geräusche, so richtig crazy einfach. Wo ich auch meiner Mama danken kann, dass die das immer so auch wirklich immer sozusagen supportet hat, weil ja. Man muss ein bisschen so vielleicht das sich mal vor Augen halten, so von der steirischen traditionellen Musik, von dieser harmonischen Musik auf Krach, blöd gesagt, Krach. Auf Krach, weil ich habe nicht mal auflegen können, also das waren wirklich Krachlieder, die ich noch irgendwie zusammen geschustert habe. So. Das klingt so, wie wenn ich auflege. Ja, sozusagen. Und das halt extrem laut mit nicht schlechten Boxen, so. In einem alten Bauernhaus. Also, man hört es dann überall. Aber sie haben mich immer unterstützt. Also. Und jetzt bist du eher in das Melodische gegangen, aber jetzt legst du ja Techno auf. Genau, das hat sich dann so entwickelt. Wir haben dann viele Basis gemacht. Ich habe mich da auch extrem ausgelebt. Habe natürlich auch immer mehr und mehr verstanden, wie man das Ganze auch angeht, was man da macht. Habe dann ein gutes Gefühl für die ganze Thematik bekommen. Und dann ja, haben wir selbst Basis gemacht. Und da war halt ich irgendwie automatisch dann immer so der, der halt Musik gemacht hat. Das war ganz interessant. Irgendwie haben mich da auch alle gepusht immer in diese Richtung. Und ja, dann war ich halt sozusagen der, der die Musik gemacht hat. Dann war er da maximal. Mit maximal cooler Musik. Ja, Mann. Das so. Kam dann ein bisschen später, aber ja, damals hatte das Kind noch keinen Namen, wenn man das so sagen kann. Also du bist wirklich wie die Jungfrau zum Kind gekommen. Sozusagen, ja. ja, okay. Das war eigentlich ganz interessant, ja. Und dann war es dann halt auch irgendwo so, dass sich mein Fokus ein bisschen verändert hat. Weil ich immer schon sehr groß gedacht habe, aber irgendwie hatte ich halt nur Geld im Sinn, was man vielleicht dazu sagen kann. Und das hat mich halt extrem weggetrieben von dem ganzen Weg oder für den Weg, für den ich eigentlich hier bin, wenn man das so sagen kann. Und ja, dann bin ich eine Zeit lang abgedriftet, habe sehr viel im Vertrieb gemacht, was natürlich irgendwo auch sehr also, hilfreich war. Du warst Mechaniker, du hast eine Lehre gemacht? Genau, vielleicht, ja, genau. Und wieso hast du das dann lassen? Weil mir einfach Freiheit extrem wichtig ist. Also ich wollte immer schon etwas machen, wo ich einfach örtlich, zeitlich und finanziell natürlich auch irgendwo frei bin.
Und deswegen hast du dann gesagt, hey, du gehst in den Vertrieb, du hast jemanden kennengelernt, der was Vertrieb macht. Mhm. Und dann hast du einfach von einem auf den anderen Tag gekündigt. Genau, richtig. Also ich habe schon wie ich Mechaniker war, dann hatte ich einfach keinen Bock mehr drauf. War dann 2 Monate in Schichtarbeit, was dann natürlich auch nicht so geil war. Und ja. Genau, dann habe ich dann nebenbei schon was angefangen im Vertrieb. Habe dann dadurch auch innerhalb vom ersten Monat schon mehr verdient in ein paar Tagen als wie sonst im ganzen Monat durch wirklich harte Arbeit. Und habe dann verstanden, dass man echt auf anderen Wegen auch echt geil sich was aufbauen kann. Und habe dann echt schnell gekündigt. Und das auch begonnen. Natürlich war das dann irgendwo auch so, dass das erste Glücksding relativ schnell verflogen ist. Und ich gemerkt habe, dass da natürlich auch viel mehr dahinter steckt. Habe das aber dann auch relativ gut alles aufgebaut. Aber halt auch bemerkt für mich, dass halt das nicht auf Dauer mein Weg sein wird, weil ich das einfach für mich nicht... Ich habe mir nicht vorstellen können, dass ich das ein ganzes Leben lang mache. So. Und wie lange hast du dann Vertrieb gemacht? Circa 2 Jahre. 2 Jahre? 2 Jahre, und was war nach den 2 Jahren? Ja, nach den 2 Jahren war ich irgendwo dann schon innerlich down, weil ich halt extrem von meinem Weg abgekommen bin, oder? Ich war immer wieder auf Partys, oder? Ich habe halt immer wieder so gespürt, ey, du bist auf dem falschen Weg, so innerlich. Aber ich wollte es halt nicht so für mich zugeben. Und ich habe mich auch nicht so richtig rausgetraut, das ist ja vielleicht auch ganz interessant, weil ich mir immer so dachte, boah, was denken die anderen so, was, keine Ahnung, was willst du eigentlich so mit dem, oder? Das ist nicht so... Also hast du nicht vorstellen können, dass du vom Auflegen auf Partys leben kannst? Nee, überhaupt nicht. Nee, gar nicht. Und was war dann? Ich kann mich erinnern, du warst in Zypern, du hast ja auch Vertrieb gemacht. Ja. Auch, du bist ja dann, so gesagt, ausgewandert. Dann bist du hergekommen, zum ins Büro. Mhm. Ja. Also ab dann war sie die Story, weil ab dann ist ja auch ein bisschen mehr bergauf gegangen. Mhm. Ja. Bergauf zum Bergliebe-Club. Ja. Und die ganzen Connections, oder? Ja. Also ab da hast du jetzt wirklich seit 2-3 Monaten... Bist jetzt Vollzeit im Business. Genau, ja, richtig, ja. Was hat sich da geändert, wo du herkommen bist? Weil ihr müsst wissen, der Max ist ein alter Kollege von mir. Ich kenne ihn von früher noch. Und irgendwie war er dann wieder da. Dann hat er angerufen, hey Erik, ich bin wieder im Lande und so. Dann habe ich gesagt, hau dir her ins Büro. Ja. Und ja, was hat sich da geändert? Oder wieso hat sich da was geändert? Weil das ja das... Du hast es ja dann geschafft, vom wieder mal auszulassen im Vertrieb und dann da was im Sektor... DJ aufzubauen. Mhm. Was ist da passiert? Was waren das für eine Gedankengänge, was durchgegangen sind? Wie hat es dann funktioniert, dass du jetzt DJ bist? Mhm. Ich glaube, das ist halt wie so oft, dass man eigentlich immer von innen heraus, also sprich irgendwo ja, so einen Eindruck bekommt oder irgendwas, oder auch von außen, zum Beispiel durch den Dominik, der mich da auch weit gebracht hat, im Sinne von, hör einfach auf das, was du dir selbst sagst oder was du für eine Intention bekommst. Und da habe ich halt für mich verstanden, dass es irgendwo in dieser Welt so ist, dass jeder so seinen Platz hat irgendwie. Mhm. Also jeder ist für irgendwas hier und das muss man halt vielleicht für sich erstmal entdecken. Aber ich bin mir sicher, jeder weiß das ganz genau. So, jeder weiß schon, für was er hier ist, so wirklich im Inneren. Mhm. Und man verdrängt das halt durch diese ganzen Sachen, was man halt im Endeffekt von außen gesagt bekommen hat. Und das habe ich halt irgendwo abgelegt von mir. Durch einfach viele, viele Gespräche mit Leuten, die extrem weit sind und unter anderem auch natürlich einfach vielen Erfahrungen. Weil das Leben zeigt ja immer wieder auf die verschiedensten Arten und Weisen, was man machen muss. Ja, wo es dich hintreiben soll. Oder das Leben zeigt dir schon, wo du hin sollst. Auf eine harte Art und Weise oder man lernt halt damit umzugehen. Und also du hast das Equipment schon gehabt, weil du immer gerne aufgelegt hast. Genau. Und dann hast du einfach Clubs angerufen. Ja, ich bin einfach hingefahren und habe gesagt, ja, ich will auflegen. Und was war dann der Response von denen? Ja, probier mal und dann habe ich es ihnen gezeigt und ja, seitdem lege ich auf. Was lernt man draus? Bei mir war es nämlich relativ ähnlich. Weil ich das Ganze gestartet habe mit Patrick, war es ja wirklich auch so, dass wir zu Firmen hingefahren sind und wir hätten nie gedacht, dass wir da irgendeinen Auftrag kriegen, weil jetzt kommen so 2 Jugendliche her, möchten da irgendwie Videos machen, Website machen, was auch immer. Oder? Aber wir sind einfach hingefahren und haben es gemacht und oft ist das, was wir uns in unserem Kopf denken, nicht so, wie es wirklich ist. Weil wenn man sich einfach nur denkt, der wird eh schon Nein sagen und so, dann wird es vielleicht auch so sein. Aber vielleicht denken wir ja nur, dass es so sein wird. Wenn man wirklich einmal hinfährt und einfach nur fragt und einfach ins Machen kommt, dann kann es sein, wenn man die Komfortzone verlässt, dass es klappt. Extrem wichtig. Und ich glaube, so ist es auch.
als DJ. Ja. Du fährst hin, was will? Sorry, dass ich dich unterbreche, aber weißt du noch die Story, wenn wir Königsleiten das erste Mal reingefahren sind und beide so im Kopf hatten, war, du bist nicht dabei gewesen, wie ich das erste Mal raufgefahren bin. Ja, ich so, die Kamera mitgenommen. Ja, ja, voll. Genau. Wir waren ja schon so im Büro, wir waren da. Dann haben wir gesagt, weißt du was, Erik, ich will da in Königsclub, im Bergliebe-Club in Königsleiten auflegen. Da war voll krasse DJs immer da, voll geil. Und ich so, ja, kennst du den Hannes? Hast du ihn da gerade gekannt zu der Zeitpunkt? Schon ein bisschen, ja. Schon ein bisschen gekannt. Ja, so ein bisschen gekannt. Aber es war gut. Noch nicht einmal so fix, ob du auflegen kannst. Nee, gar nicht. Und mir war so, weißt du was, wir fahren einfach dahin. Und wir filmen sogar ein Aftermovie für das ganze Event, wo du heute auflegen wirst. Also, Erik, es ist nicht mal fix, dass ich da auflege. Ich so, ja, weißt du was, ich nehme die Kamera mit. Wir machen heute Aftermovie, du wirst auflegen und das ist schon die Gedanken, was wir machen. Ja, voll. Ja, so sind wir auch. Man weiß einfach innerlich schon, dass es so sein wird und dann wird es auch so sein. Weil man bekommt immer das, was man will, wenn man schon glaubt, dass man es ist, oder? Man zieht solche Sachen an. Voll. Wenn man schon glaubt, dass man es fix hat, dann... Aber im Gefühl auch, das Gefühl ist extrem wichtig. Das Gefühl ist wichtig, dass man es hat. Und dann war es wirklich so, dass wir hingefahren sind, Max hat aufgelegt, du hast um Mitternacht aufgelegt, um 1 in der Früh, und dann wieder um 3, um 4 in der Früh, oder? Du hast voll coole Zeiten angekriegt zum Auflegen, wo die meisten Leute da waren. Und der Chef hat sogar ein Automobil bekommen von mir. Und wir haben coole Clips für den Instagram-Account gehabt. Voll. Also ich glaube, man braucht auch ein gutes Umfeld und gute Kollegen, was einen unterstützen in dem, was man macht. Ja, enorm wichtig. Also ohne dem wird gar nichts laufen, echt nichts. Das ist da Hilfe, dass ich für die Videos mache? Voll, Mann. Ey, extrem. Ja, na klar. Ja, ja ist so, Mann. Ey, was wird man ohne seine Familie machen? Oder keine Ahnung. Nein, stell dir vor, du wärst allein auf dieser Welt. Ich glaube, du brauchst einfach jemanden, der was das Kreative macht, wie DJ sein. Und du brauchst jemanden, einen guten Kollegen, der was einfach mitfährt. Mhm. Und sei es mit dem Handy oder so. Einfach wie die ein bisschen filmt, bei Instagram Reels macht, damit dein Account gepusht wird, ein bisschen, damit man ein bisschen die Online-Präsenz aufbaut. Mhm. Man kann jetzt auch mit den ganzen AI-Tools einfach rausgehen, sich ein Logo machen lassen. Man kann eine kleine Landing-Page fahren, als DJ brauchen das eigentlich eh nicht. Ich glaube, was wirklich wichtig ist, ist eine Community auf Instagram. Ja. Einfach ein cooles Branding, ein cooles Logo, coole Reels. Und... ja, dann baut man langsam eine Community auf, dann macht man sich einmal einen Namen, oder? Mhm. Und dann fragen die vielleicht mehr Leute. Und dann hat der, was den kennt, hey, schau mal, der Max legt auf. Genau, richtig. Wenn die einfach viele Leute sehen, reden sie über die, du polarisierst und dann bekommst du mehr Aufträge. Genau, ganz wichtig vielleicht auch noch, da, dass man das vielleicht hinzufügen kann, ist natürlich auch seinen eigenen Style zu entwickeln. Generell eigene Tracks, eigene Alben rausbringen. Mit geilen Videos zum Beispiel auch. Das ist natürlich auch, glaube ich, aus meiner Sicht ganz wichtig, um einfach deinen Input in diese Welt zu geben. Mhm. Weil man will ja mit Musik irgendwas bewegen im Menschen oder irgendwas, aus meiner Sicht halt, irgendwas erwecken im Menschen. Das ist, glaube ich, auch ganz ein wichtiger Punkt. Und ich glaube, man braucht auch ein starkes Warum, wenn man seiner Leidenschaft nachgeht. Extrem. Weil es werden oft Sachen kommen, was nicht so gehen, wie du willst. Ja, sehr oft. Es werden oft Sachen kommen, wo du dann denkst, scheiße, es geht nicht. Mhm. Es werden Tage kommen, du stehst auf und es ist alles voll geil. Du hast Aufträge, du hast Gigs zum Spielen. Ja. In meinem Fall, du hast Aufträge und alles. Und nachher denkst du, scheiße, was nächstes Monat? Fuck. Ich habe keine Gigs zum Auflegen und sonst was. Und deswegen, glaube ich, muss man wieder ein positives Mindset haben, dass man einfach schon weiß, dass man nächstes Monat was haben wird. Und dass das einfach alles funktionieren wird. Man muss einfach Vertrauen in den Prozess haben. Man muss konstant dabei bleiben. Das Leben, konstant seiner Sache nachgehen. Das Leben fragt dich ja immer so, willst du es wirklich so? Schmeißt irgendwas hin so? Irgendeine Schwierigkeit? Wie Herausforderung, oder? Es so zeigt ja nur noch, willst du es wirklich? Willst du wirklich den nächsten Step so erreichen? Und so geht es halt immer Stück für Stück rauf. Ne? Wie beim Videospiel. Ja, voll. Ja. Das Leben ist wie ein Spiel, echt. Wir möchten ja nicht einfach ein NPC sein, der was irgendwie in einem Dorf rumchillt und dir... 5 Weizen für 3 Gold verkauft, ja. Wir möchten ja in den Videospielen, sind wir auch der Held, der was in den Berg geht, die ganzen Bots und die ganzen kleinen Herausforderungen, die ganzen kleinen Feinde besiegt, um Experience zu bekommen, um unsere Charakter aufzuleveln, um unsere Stärken zu pushen, um dann irgendwann den Endboss zu besiegen. Voll. So ist es auch im Leben, oder? Weil du bist da ist diese Challenge und da ist irgendwas mit der Steuerberatung und da geht irgendwas mit den Finanzen nicht hin und ich weiß nicht, wie ist das da zahl. Aber dann irgendwie, wenn du diese Challenges durchlebt hast und wenn du diese Challenges wirklich bestanden hast, bist du das nächste Mal stärker. Das heißt, das nächste Mal, wenn sowas ist, dann mache ich einfach. Das denke ich mir so oft bei so Sachen vor einem Jahr. Ich kann heute so drüber lachen, oder? Und damals war das so, ey, die Welt geht unter, oder? Aber ich habe halt auch verstanden, durch diese ganzen Erfahrungen, wie man halt mit
Herausforderungen umgeht. Ja. Weil es geht ja im Endeffekt immer nur um Wachstum. Was war alles so, wächst. Was war so, wo du wirklich am Anfang gedacht hast, wieso passiert das jetzt? Ey, ich habe so viel Scheiße durch, Mann. Oh mein Gott. Zum Beispiel? Bro, ich war in einem fremden Land ohne bisschen Geld, Mann. Ohne alle, Mann. An 2 Monate, Mann. Ey. Wo? In Zypern, Mann. In Zypern, das war Anfang, Mann, Alter. Ich, nix. Das war richtig crazy, Mann, Alter. Ich war da so, ja, fuck, ne. Und dann? Ja, dann irgendwie ging's halt, Mann. Keine Ahnung, wie es gegangen ist. Geht immer irgendwie. Irgendwie geht's immer, Mann. Echt, aber das war richtig crazy, Mann. Und dann auf einmal geht's wieder alles richtig bergauf, Mann. Das ist echt crazy, Mann. Aber ich habe durch diese Erfahrungen gelernt, dass echt, das geht alles vorbei und alles wird gut, immer, immer. Was würdest du jetzt so neuen DJs oder neue kreative Leute, kann man auch mehrmals anwenden, mit Fokus auf DJs, weitergeben? Also wie sollte man jetzt starten? Sollte man am Anfang mal ein Logo haben? Sollte man sich irgendein Konzept ausarbeiten oder sollte man einfach mal ins Machen kommen und einfach mal hinfahren? Ja. Leute? Also machen. Was ist deine Meinung? Also bevor das man überhaupt macht und irgendwie was macht, ist, glaube ich, extrem wichtig, dass man mal ein sehr starkes Warum hat. Einfach auch ein Gefühl, mit einem Gefühl verbunden, oder? Warum will ich denn das überhaupt machen? So. Ich weiß, man sagt es immer so, hab ein starkes Warum, das ist wie so ein Kalenderspruch schon langsam schon, aber es ist halt wirklich so, weil du musst dir ja irgendwo mal vorstellen, für was bist du denn hier? Stell dir mal wirklich die Frage, so, für was willst du denn auf dieser Welt sein? So. Du bist ja irgendwo hergekommen, so. Das musst du mal richtig verinnerlichen und dann kommen schon die richtigen Bilder, wo du hin willst und die musst du dann wirklich sehr stark vertiefen und sehr ins Gefühl gehen. Und danach? Dann kommt alles von selbst. Dann ja, was ist der nächste Schritt? Was macht man? Macht man ein Logo? Mit was startet man als DJ? Ich würde startet man erstmal mit einem Mischpult? Sollte man sich erstmal ein cheapes Mischpult kaufen? Wenn ja, welches? Ja, das ist definitiv jetzt vielleicht nicht ganz verkehrt, dass man mal auflegen kann. Ja. Dass man auflegen kann? Also, wenn man dann auflegen kann? Also Mischpult, ja, einfach mal irgendwas zum Anfangen. Ich habe auf einem Pioneer angefangen, auf so einem kleinen, Mixer. Also das sind einfach 2 Decks zusammen. Ich weiß gar nicht mehr, wie das geheißen hat. Und dann einfach mal die Basics lernen, so wie halt überall. Dann sich halt Stück für Stück hocharbeiten und am besten so schnell wie möglich einfach eine Crowd aufbauen. Also erstmal bei Hauspartys von Kollegen mal ein bisschen auflegen. So ein Gefühl dafür bekommen. Ich weiß, du hast einen Geburtstag, darf ich einfach DJ spielen? Ja, voll. Wer sagt da nein? Ja, ist voll geil, oder? Keiner sagt nein, oder? Ist immer gefragt. Keiner sagt nein. Und man bekommt auch ein bisschen so ein Gefühl dafür. Das weiß ich auch noch, wie ich am Anfang so in Clubs dann angefangen habe. Man muss echt so ein bisschen ein Gefühl entwickeln. Für die Crowd, Für die Crowd, ja. Das muss irgendwie so eine Einheit dann werden. Oder es darf eine Einheit werden. Man wird dann eins irgendwann mit der Crowd, wenn man auflegt. Das darf man auf jeden Fall lernen. Ich glaube, wenn man mal mit Hauspartys und so anfängt oder bei Geburtstagspartys einmal macht von Kollegen, dann hat man schon mal ziemlich gutes Feedback, ein Gespür. Ja. Ja. Weil die sagen dann, hey, das war gut, das ist schlecht, hey, kannst du mal die Musik spielen, dann lernst du mal, wie du die Leute abwimmelst mit Musikwünschen. Ja, ist auch wichtig. Oder sowas, ja. Sehr wichtig. Aber dann hast du mal Feedback von deinen Kollegen und wenn die sagen, du hast ein Potenzial, dann let's go for it. Go for it. Dann kann man mal bei den ersten Clubs fragen oder vielleicht kennt jemanden, der was jemanden kennt, was einen Club hat, ein kleines Pub im Dorf oder in der Stadt, irgendwas. Ja. Dann kommt man mal rein, nachher legt man vielleicht mal gratis auf, oder? Ja, voll. Hast du es hier rausgemacht, oder? Einfach Wert geben, mal den Leuten. Du musst ja jemandem mal zeigen, was du kannst. Weil im Endeffekt ist es ja so, dass dich die Bar bezahlt oder der Eigentümer. Und wenn du Scheiße auflegst oder... Du musst ihm ja mehr Umsatz bringen mit der Musik. Du musst das ihm heißt, du musst so ein bisschen Gespür entwickeln. Mhm. Du darfst ein Gespür entwickeln, dass die Crowd nicht zu viel tanzt, dass sie auch zur Bar geht. Voll. Aber dann auch wieder, wenn so ein Low kommt, dass sie wieder zurück von der Bar zum Tanzen kommen, oder? Ja, voll, voll. So kann man das beschreiben. Ja, das ist gut beschrieben, ja. Ja, so sehe ich das auch. Mhm. Also du machst das ziemlich gut, finde ich. Deswegen, da haben wir auch ein Gespräch mal drüber geführt, deswegen kann ich mich da noch erinnern. Ja. Voll. Na, würde ich sagen, hey, das war ziemlich interessant. Voll, ja. Wir haben wieder einiges mitgenommen dürfen. Das war ein cooler Podcast, ja. Das war ziemlich cool. Ja. Ja, und ich hoffe, jemand von euch da draußen wird jetzt dann DJ oder geht seiner Leidenschaft nach. Um das geht es ja im Endeffekt, dass man glücklich bei dem Leben, man verbringt sein ganzes Leben lang im Job. Und wenn ich Fragen habe, kannst du gerne Max schreiben. Gerne. Wie heißt du auf Instagram? Maximal_official. Genau. Maximal official. Und wenn es Fragen habt, kannst du in die Kommentare schreiben. Dann frage ich ihn für euch. Peace and out. Peace and out. Leute, bis nächstes Mal.